Weil ich möchte unbedingt, ja, siehst du, jetzt sollen wir. Das ist das, was ich befürchte. Jetzt sollen wir ein Event planen. Das ist Kacke mit Ei. Würde gerne. Aber das geht auf Hotel und ich will aber den Tisch. Aber wir nehmen das jetzt. Wir nehmen das Erbs-Event. Und was ist hier am Leveln? Gebratener Fisch auf Level 4. Sehr schön. Ich würde gerne hier die Pilzsuppe, die Erbseneintopf. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal den Erbseneintopf da mit draufgelegt. Wie sieht's hier aus? Oha! Oha! Gib mal Gas, Freunde hier. Was ist los? Ja, trinkst ein Bier, ne? Passt schon. So, wir haben die 40.000 überstiegen. Ihr wisst, was das jetzt gleich bedeutet, wenn der Tag rum ist. Dann werden Hotelzimmer gebaut. So, 4.595. Sehr schön, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Heute ist das Event, ne? Wollen wir das Event noch mitnehmen? Komm, wir nehmen schnell das Event noch mal mit. Mal sehen, was uns das bringt. Komm, Event. Event, Event. Bist du hier am Happinen? Ja, ne? Vier nachfüllen. Du bist am Happinen. Hier ist auch alles voll. Sehr schön. Den Schinken brauchen wir im Übrigen nicht mehr, wenn ich das richtig sehe. Der ist auch komplett voll. Käse geht noch ein bisschen. Erbsen werden jetzt auch voll. Schauen wir mal. So, hier. Ja, warte mal, wir haben das Goldene, ne? Oh, ich bin so blond. Ne. Ja, egal. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Ich habe alle bedient. Sehr schön. Ich kann die Sachen nicht mehr abgeben. Käse, Erbsen. Fokus ging noch, ne? Truthahn ging auch noch, aber den schaffe ich hiermit nicht, oder? Doch. Oha. Ja, so langsam sind unsere Kisten hier voll, ne? Das ist leider. Ah, brauchen wir bald nichts mehr tun. Forschung. Weil der zählt die nicht mehr hier zu, ne? Oh, shit. Echt jetzt, shit. Guck mal, wie die hier nichts tun. Nichts tun. Bier und Ale. Warum tragen die das da nicht weg? Warum tragen die das da nicht weg? Ich wollte gerade sagen. Es geht auf 11 zu. Also er steht und wartet noch. Alles weg. Also es ist wirklich bis auf das eine Bier. Stell doch nicht noch welche dahin. Das kostet doch alles Geld, wenn das nicht getrunken und bezahlt wird. Herrgott. Okay. Ui. Das war gut. Die Forschung ist durchgegangen, ne? Oh, die Forschung ist durchgegangen. Aber wir werden diese wieder schließen und diese wieder aufmachen. Und hier ist der erste auf Level 5. Der Erbseneintopf ist auf Level 5. Sehr schön. Klasse. So. Während die jetzt hier abräumen, werden wir jetzt nämlich. Jetzt geht das los.
Wir werden bauen. Bodentexturen. Nein, als erstes müssen wir... Warte mal. Geh mal raus da. Wir müssen jetzt erstmal hier... Ja, aber blöd gemacht, ne? Dieses hier. Würde gerne die, ja, war das hier, breite Treppe, schmale Treppe. Z. Die würde ich gerne hier hinstellen wollen. Zu den Zimmern nach oben. Besuch ist viel länger geblieben als geplant. Schön zusammen gesessen. Jetzt ist das Gericht 100% perfekt. Wollte ich aber noch kurz Hallo sagen und muss gleich ins Bett. Argon, geh schlafen. Wenn die Nacht so kurz ist, geh schlafen. Der überschneidet sich natürlich. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich freue mich natürlich, dass du noch reinlugst. Aber wenn die Nacht so kurz ist, Mensch, dann geh. Ich freue mich immer, wenn du noch reinlugst. Aber trotzdem eine gute Nacht. Der Tag wird lang genug. So. Das würde ich sagen, ist meine Treppe nach oben. Hier ist ein Gericht im Übrigen übrig geblieben, ne? Oder nee, wir haben ja noch... Nee, wir sind nicht... Also hier ist die Treppe nach oben. Jetzt gehen wir höher und da bauen wir jetzt, ja, Boden. Würde ja schon ein Holzboden. Ein Holzboden bevorzugen. Aber der hier muss weg, ne? Oder? Muss da was drüber oder muss da was nicht drüber? Sagt er mir jetzt, da kommt man nicht. Ah, das ist mein Fehler gewesen da hinten. Warte mal. Geh mal einen tiefer, bitte. Wir könnten doch hier, müssen wir das einfach so drüber legen, ne? Warte. Weil deswegen sieht das nämlich auch so komisch hier aus. So. Guck mal, jetzt sieht das gleich viel besser aus. Siehste. Ich dachte, ich muss da auslassen, wo die Treppe ist. Aber das sieht gleich viel besser aus. Ja, sehr schön. So. Eine Etage hoch. Warum sind jetzt hier Löcher drin? Was ist hier am Happy-Nen? Da und da auch. So, jetzt geht's an die Wandtexturen. Jetzt geht das los hier. Wir haben 2, 4, 6, 8. 8. So. Hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Und hier hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Kommt aufs Gleiche drauf hinaus. Mmh.
Ach, die kann ich gar nicht. Ich muss erstmal die Außenwände legen, ne? Die Außenwände? Wieso kann ich hier keine Wand setzen? Warum, warum? Warum kann ich hier keine Wand setzen? Hab's doch angedingst, oder nicht? Bauen, ach, weil ich auch. Sag nix! Bitte, bitte, bitte nix sagen, gar nix sagen. Ach Gott. So, ich weiß schon, wie ich das machen werde. So, das wäre das. Kommt noch, lieber Sigi, die bauen wir schon noch ein. Ich würde jetzt gerne... Also, so, so, so. So, so. Ich weiß nicht, ob das reicht, deswegen. Wie groß diese Möbel sind, die da. Ich mache jetzt einfach mal auf gut Glück und gut Dünken. Ich mach da jetzt wirklich nur auf gut Glück und gut Dünken. Zwei mal zwei sollen die Zimmer sein. Bei mir sind die 2x3. Ist das schlimm? Ja, würde mehr reinpassen, ne? Ist das schlimm, wenn die größer sind? Ich frag für einen Freund. Meine Freunde sind, wie ihr wisst... immer sehr, sehr neugierig. So. Die sollen ja auch schon noch was aussehen. Also so müssen wir ja mal so... Ne? Das ist ja schon hier. Ich würde gerne nachher späterhin hier eine Tür rausmachen und eine Terrasse machen. Aber ich bin noch ein bisschen verunsichert, denn... Jetzt geidert schon los. Ein Sterne! Also, ein Luxusbett. Warte mal, unsere Aufgabe war ja... Warte mal, was hatten wir für eine Aufgabe? Baue ein Hotelzimmer. Das habe ich jetzt gebaut. Nur mal so. Habe ein Ein-Sterne-Hotelzimmer. Also, ich bin dazu genötigt, ein Ein-Sterne-Hotelzimmer zu machen.
4. Und hier die Luxusvariante. So. Dann brauchen wir ja Kleiderschränke. Ja. Hier ist der Dreier. Ich stelle das jetzt erstmal alles nur so hin, weil ich werde das definitiv nachher in Luxus umwandeln. Also ganz definitiv. Riesiger Kleiderschrank. Genau. So, sonstiges. Dekorationen. Also ich würde jetzt als erstes mal mit Lichter anfangen, denn ich finde es schrecklich, wenn Häuser, wenn da kein Licht ist. Und zwar wird jetzt hier immer schicki neben die Fenster, wenn ich das denn hinkriege, Licht gemacht. Ach, Japanefrat. So. So. Ja, war klar. Nimm. Geh doch raus. Du geh weiter rüber hier. So. Und es ist mir wurscht, wie teuer, denn ich habe dieses Geld verdient. So, und da jetzt der Mittelkreis nicht fertig ist, müssen wir an die Türen auch noch Lichter machen. Zack, 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 zack. Nein. Zack. Alles schön hell erleuchtet, damit hier keiner auf die dumme Ideen kommt. Ne? So. Er hat da alles bloß in den Weg gestellt. Aber die müssen von innen jetzt auch noch beleuchtet werden. Was ist das hier für ein Luxus? Was für ein Luxus? Und das Problem wird sein, warte, dass wir hier an dieser Seite nichts ranbauen, oder geht das? Pass mal auf, wir können hier nichts ranbauen, weil da von außen eine... Doch! Ui, das geht! Nee, das geht! Oh mein Gott, das geht. So, damit ist das Licht hier oben kein Problem mehr. Schmücken werde ich hier möglichst nicht so viel. Das sollen alles irgendwann mal Luxus-Apartments werden, definitiv. So, der kriegt hier schon so ein. Der hier kommt. Dreh dich mal. Dreh dich. Dreh dich um. Doch nicht zur Wand um. So. Bücherregal kommt natürlich in die Luxus-Suite. Aha, nein, höher. Andrina hat schon wieder zu lange griffeln. So, hier so ein schönes Luxusregal. Und hier nochmal so ein schöner Kamin. In die Luxusbude für den Siggi. So. Also, theoretisch habe ich hier alles erfüllt, was ich erfüllen muss. Das ist erfüllt. Das ist erfüllt. Die Bodenfliese haben wir. Da können jetzt neue Aufträge kommen. So. Houston, jetzt haben wir ja leider durch die Zimmer ein Problem. Das wird jetzt nicht viel, also es wird irgendwann mal schöner, aber ich wollte jetzt einmal alle Zimmer durchmachen. Jetzt haben wir ein Problem mit unseren Ladies. Das heißt jetzt, du bist zweite Etage, du gehst jetzt zweite und... Hm.
Warum kann man jetzt hier nicht noch so und so? Warte, wir stellen jemand ein für die dritte Etage. Und zwar... jemand, der schon Treppen steigen kann. 2, 4. Treppensteigen 4. Treppensteigen 4. Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Kann 5 Getränke Geschwindigkeit tragen. Bisschen langsam. Aber ich glaube, die werden wir nehmen. Und du, Brenner, du bist zuständig für den Zimmerservice. Und zwar dritte Etage. Ich hoffe, die kriegt das gebacken alleine, aber wir werden das sehen. Uiuiuiui, Herr von Bödefeld. So. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig für die Schönmacherei. Aber jetzt müssen wir erstmal starten. Eidados. Können wir jetzt? Nein. Können wir jetzt? Nein. Können wir? Können wir? Wie sieht das aus mit Käse? War das gut oder nicht so gut? Kokos war noch gut, ne? 200, sagst du. So, lassen wir erstmal dabei. Hier haben wir neue Aufgaben. Erreiche 439 Gäste pro Tag. Beende eine beliebige Forschung. Serviere ganz lange. Aber ein 3. Ich habe doch ein 3-Zimmer-Sterne-Dingsbums. Habe ich nicht ein 3-Zimmer-Sterne-Dingsbums? Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nicht nett. Das ist doch hier ein 3-Zimmer, nee, oder nicht? Was fehlt denn bei einem 3-Zimmer-Sterne-Dingsbums? Okay, da muss noch was rein. An Deko oder was? Muss da noch was an Deko rein, damit das ein 3-Sterne ist? Oder muss ich da noch ein Bett reinstellen? Klick mal auf die Sterne. Anforderung, ein Nachttisch. Ein Nachttisch, ein Nachttisch, ein Nachttisch. Kleiderschränke. Sonstige Nachttisch. Ah, jetzt haben wir eins. Dankeschön, Miri. Und damit haben wir die denn auch. Gott sei's gedankt. Oh Gott. Schwierig, schwierig. Dann steht da jetzt nachher gleich bestimmt 5, ne? Luxushotel. Also ich sehe hier noch niemanden happy nennen, ne? Sag ich mal so. Da ist noch keiner, der hier... Die steht hier die ganze Zeit nur rum. Kommt wahrscheinlich erst irgendwann, ne? Oder muss ich die... Warte mal. Warte. Einmal zwei... Ne, ein hoch. Hier, die macht mal alles. Und zwar im dritten Stock. So. Ne? Aber irgendwie will da keiner in meinen Betten schlafen. Doch, da will jemand schlafen gehen. Gute Nacht. Siehste. 1, 2, 3, 4. Vierte Stufe konnte sich leisten. Oder kam noch jemand? Oh, gucke mal. ...136 Sitzplätze. Ärgerte Kunden keine. Wo sehe ich jetzt, wer bei mir geschlafen hat?
Ja, ich baue das nachher schön um noch. Ich baue das schon noch schön um. Ich will jetzt erstmal, dass die Grundsachen da sind. Also bis auf das Luxuszimmer ist keiner. Ist kein Zimmer besetzt. Maria, was ist los bei dir? Komm, wir müssen mal einmal dein Geld ein bisschen kürzen, damit wir dich hier ein bisschen höher kriegen. Und du solltest vielleicht tragend etwas schneller werden. So.